euch jetzt willkommen zurück hier bei Heldenkraft TV mit Anno 2205. Wir machen im Moment Plus, aber das macht gar nichts. Das macht gar nichts. Jetzt so mal. Das ist Qualität, wie du siehst. Ja, ich sehe es. Haben wir hier irgendwo schon. Ja, wir haben eine Route. Okay. Aber die 200. Die machen das jetzt nicht fest. Mittlerweile weiß ich durchs private Spielen, wie wir hier aus dem Miesen kommen. Wir machen erstmal hier hoch. Und hier auch. So, da sieht man es schon schrumpfen. Wie sind wir unsere Insel? Ach, hier war unser Start. Okay. So, wir brauchen auf jeden Achtung, Fall noch. Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. Okay, okay. Trotzdem brauchen wir noch weitere. Wenn Lei Sheng die Restrukturierung abgeschlossen hat, wird alles wieder seine natürliche Ordnung haben. Unterkünfte wollte ich gerade sagen, als sie mir ins Wort gefallen ist. So. Und die auch noch. So. Da geht auch ganz steil wieder nach oben. Das sind neue Gebäudepläne, jawohl. Bauoptionen erweitert. Oh, wir können die Brücke bauen. Ach so, wir hatten hier 17, okay. Was war das jetzt für ein Gebäude noch? War überhaupt schon gebaut? So, das ist Wasser. Wie sieht es damit aus? Oh, da müssen wir nachbauen. So, erstmal einmal erweitern. Wir sind fast wieder im Plus. So. Gut, Sie sollten dieses Vorgehen auch in Zukunft öfter anwenden. Gut, wir sind im Plus. Ja, hier müssen wir jetzt mal optimieren, weil wir haben so viel am Laufen, dass wir, was wir gar nicht brauchen, da wir erweitern können, wie wir gerade hier gesehen haben. Ja. So, da bin ich jetzt gleich aber nach. Erstmal will ich eben hier nach. Haben wir das schon gebaut? Haben wir das schon gebaut? Hier haben wir noch Wasser. Ja, hier. Ah, da. So. Da haben wir plus 18. Hier haben wir plus. Wo haben wir das Gebäude denn hingesetzt davon? Hallo? Bin ich jetzt dumm? So, das sind die Algen. Das sind die. Ach ja, genau. Administratoren. So. Das haben wir noch gar nicht gebaut gehabt. So, zack. Ja, 200 kostet das. Das weiß ich doch. Wie sieht's denn jetzt hier aus? Ah, noch eine. Bauoptionen erweitert. Was? Hab ich nicht aufgepasst. Drehen wir hier hin. Oder plus. Jetzt können wir hier noch um einen erweitern. So. Aber noch schon wieder hier. Gut, jetzt sind wir hier um plus. Und hier sehen wir es. Die Fabriken. Die Saftfabriken. Hier. Die werden wir jetzt auch erweitern. Einmal M. Setzen wir dich erstmal hier oben hin. Machen wir uns hier unten was Platz dafür. Dich setzen wir nach. Hier. Erweitern dich. Der Unternehmenswert ist gestiegen. Oh, schon wieder. Sehr schön. So,
gesehen? Plus 18. Jetzt, das bedeutet, wir können ruhig hier die wegnehmen. Dann sind wir immer noch bei plus 6. Und das gleiche werden wir jetzt hier mit dem Früchtefarm machen. Da sind wir bei plus 4. Da oben haben wir schon eine hingesetzt. Dann werden wir die erstmal haben. Aber die haben wir ja auch noch. Ja, da müssen wir jetzt mal langsam gucken, wie wir das ganz genau am besten, sinnvollsten hin tun. So, was machen wir denn eigentlich? 1300 plus wieder mittlerweile. Sehr schön. Das heißt, dich machen wir mal weg. Dafür erweitern wir dich um einen. Da haben wir die wieder. Den können wir auch wegmachen. Na, nicht upgraden. Kommt hier wieder einer dran. Erstmal so. Da, was wir hier Platz wieder kriegen. Sie verstehen offensichtlich, dass Zeit gleich Geld ist. Oh. Ja, hier wohne ich. Aber egal, es geht um die Arbeit. Dich habe ich ja ganz vergessen. Fahrzeug zum Nutzen anbringen. Okay, dann bringen wir den mal eben hier hin. Halt. So, 250 Wissenschaftler müssen wir in der Arktis noch einbringen. Okay, aber erst gucken wir noch, dass wir hier noch ein bisschen optimieren. So, hier können wir noch ein Modul dran setzen. Jetzt machen wir es mal so rum. Das bedeutet dann, die können wir auch wegnehmen. Hier können wir noch zwei Module dran setzen, dann können wir den wegnehmen. Und haben trotzdem weiterhin plus 6, plus 16. So, das ist aufgebraucht. Jetzt können wir hier das Lager noch erweitern, wodurch wir dann weniger Logistik brauchen. Achso, hier können wir noch einmachen. Okay. Was haben wir hier? Mal Reisfabrik. Okay. Machen wir erstmal das. Nein, 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 nein. Den wollte ich. Schieben wir einen hoch. Jetzt nehmen wir den weg. Dann sind wir bei Reis plus 6. Weiter mal noch ein Feld. Können wir die hier hoch wegnehmen? Reis plus 10. Wir haben weggenommen und trotzdem erhöht. So gefällt mir das. So, dann wollen wir mal hier weiter gucken. Oh, hier mal. Wir haben eine große Verantwortung. Echt? Warum? So. Hier konnten wir noch einen dran setzen. Okay, ist vorbei, dann nehmen wir die jetzt mal weg. So, ach, schade. Plus minus 0, dann müssen wir die doch wieder bauen. So, Straße mal hier weitermachen. Und was hatten wir gerade jetzt? Die Saftpresse. Genau. So. Dann können wir euch mal weg. Ah, da hat man keine Chance für mich. Dahin. Dahin. Jetzt können wir hier. Busse hinbauen. Das setze ich mal eben so. Ich hätte nie gedacht, dass du so konservativ bist. Bruce, deine Stimme ist wichtig. Ach,
wählen. Müssen wir auch noch. Moment. Tun wir eben schnell. Zack. Hier wird über das Schicksal der Weltwirtschaft entschieden. Diese Prozesse so. Kannst du beeinflussen. Ja. Es hängt davon ab, wen du unterstützt. Ich werde hier und da ein paar Empfehlungen geben. Darf ich jetzt? Okay. Man sieht hier, das sind die Big Five, zu denen wir aufstoßen wollen. Elektronik und Biotech. Da sieht man alles nur mit die Handeln. Das Weltall bringt eigene Energieprobleme mit sich. Aber wer, wenn nicht Lei Sheng, ist besser geeignet, sie zu meistern? Also Lei Sheng glaube ich nicht. Oh, im Moment gibt es... sie erhalten seltene Rohstoffe für ihre Stimme. Wir von Usoyev wollen die Chemie sauberer, wirksamer und vielseitiger machen. Und das jeden Tag. Ja, jetzt darf ich aber mal wieder was sagen. So, 30% sind im Moment für... wie heißen sie? Seiman International? Lei Sheng steht an der Schwelle zum Weltraum. Echt? Sie haben bewiesen, dass sie begabt und gerissen sind. Demokratie ist stolz darauf, sie als Freund bezeichnen zu können. Gut, jetzt will ich aber was wissen. Lei Sheng, du bist unter uns. Also jetzt halt mal die Gosch hier. So, das. Dann gehen wir erstmal wieder hier rein. Und optimieren noch ein wenig weiter. Haben wir hier irgendwo? Ja, haben wir. Da müssen wir jetzt erstmal die Straße hier so bauen. So. Das. Ja, es ist Straßenanbindung, ich weiß. Setze ich mal eben so hin. Können wir nämlich hier gleich auch noch was bauen. Was haben wir denn hier? Achso, die Dings. Können wir hier runter erstmal setzen. So, ah, guck mal hier. Können wir wieder aufsteigen lassen. Sehr schön. Was uns wieder neues Geld bringt. Das denn jetzt hier aus? Früchte brauchen wir weiter. Früchte brauchen wir. Gut. Dann setzen wir die nächste Farm nach hier. Erweitern diese. Zweimal. Dann können wir hier nämlich wieder eine wegnehmen. So, sind wir bei 12. Wegnehmen, sind wir noch bei 4. Gut. Das heißt, wir machen hier noch eine dazu. Sind wir wieder bei 16. Sehr gut. Das ist alles ein Plus. Was brauchen wir hier eigentlich? Ja. Neuro. Möchten Sie etwas? Und Sicherheit. Okay. Dann können wir die Sicherheit schon bauen? Ja, können wir. Oh, die ist aber groß. Ich würde die gerne hier. Entweder spinnt mein Tracking-Tool oder du bist immer noch nicht fertig. Auf zum Maul. So. Ich setze mal erstmal hier hin. War die Rollerei. Also die Straße muss auf jeden Fall weg und das heißt die Häuser auch noch. Die brauchen ja Straßenanschluss. So, will dann morgen nur mal gucken. Da passt sie. Wunderbar. So. Und jetzt müsste unser... Boah, guck mal, wie das Stamina steigt. Wunderbar, wunderbar.
wieder ein Bedürfnis. Es geht uns allen ziemlich gut. Ja, wieder ein Bedürfnis erfüllt. Sind noch die Neuroimplantate. Dafür müssen wir aber in die Arktis zurück. So, genau, ich wollte ja hier abgeben. Ah, sind verbunden. Jetzt müssen wir immer da gucken, wo dieser Pfeil denn ist. Da müssen wir hinfahren. Volle Kraft voraus. Kann natürlich sein, dass wir jetzt hier erstmal eigentlich. Ach, da. Fahrzeug zum Einsammeln nutzen. Haben wir schon mal einen Teil. Okay. Sind unterwegs. Hier lang. So. Verstanden. Sind so optionale Aufgaben hier. Befestigen 7 Stück müssen wir davon finden. Da haben wir das nächste. So. Das war da, zeigt in die Richtung. Verstanden. Gucken wir uns hier mal um. Verstanden. Okay. Bestätigt. Hier lang weiter. Die Drohne immer schön im Schlepptau. Volle Kraft voraus. Sind unterwegs. Das Ganze bringt uns aber noch ein bisschen Geld ein. Bestätigt. Bei den Einnahmen laufen wir. Oh, super. 2300 wieder plus. Sehr volle schön. Kraft voraus. Da haben wir das nächste. Oh ne, jetzt wieder da hinten. Volle Kraft voraus. Konntest du halt nicht eben schon. Roger. Muss doch eigentlich hier sein. Bestätigt. Volle Kraft voraus. Ah, wir kommen näher. Wir kommen Roger. Näher. Da würde ich ja fast mal sagen, was liegt denn da schon? Da würde ich ja fast mal sagen, das ist hier hinten. Und so. Koordinaten bestätigt. Wenn wir denn da hinkommen. Roger. So, dann gehen wir mal hier. Verstanden. Gucken. Ansonsten müssen. Kommen wir da unten überhaupt hin? Nee, kommen wir nämlich nicht. Okay, dann muss es ja hier oben links wo sein. Wie Verstanden. Kommen wir denn da hin? Da. Eins. Das sind 4. Ich habe noch eben abgegriffen. Dann soll es jetzt hier unten sein. Im Gange. So, lass mal gucken. Der zeigt da hoch und der nach da hinten. So, jetzt machen wir mal ganz. Bestätigt. Eben nach hier hin. So, wie zeigst du? Du zeigst weiterhin da. Im Gange. Was denn jetzt? Wo willst du denn hin? Du musst sind unterwegs. Roger. So, hier haben wir doch eigentlich schon sind unterwegs. Alle gefunden. So, wo ist unser Tracking-Signal? Zeig nach da oben. Wir fahren jetzt mal hier rum. Sind unterwegs. Muss dann ja scheinbar irgendwo hier unten sein.
So, wenn wir das komplett machen, hier der Flussausgleich, kriegen wir 1000 Energie in diesem Sektor als Belohnung. Stopp. Kraft voraus. Da muss was gewesen sein. Da warst du am Linken. Koordinaten bestätigt. Da muss so was sein. Koordinaten bestätigt. Sind unterwegs. Oder ist das nur mein Schiff gewesen? Koordinaten bestätigt. So, auf jeden Fall. Ich verabschiede mich im Moment für diese Folge. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und ja, lasst mir das ein oder andere Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Oder auch einen Kommentar. Und ansonsten sage ich wie immer, bis zum nächsten Mal. Arrivederci, winke, winke und goodbye. Euer Aiden Croft.